Hallo zusammen, Dr. Deutsch hier. Wir beschäftigen uns weiter mit der Stuff mit dem mündlichen Ausdruck. Wir machen heute eine Live-Korrektur von der schwierigsten Stuff-Aufgabe, das ist die Aufgabe Nummer 6. Wir lesen erstmal das Thema vor, dann hören wir die Antwort eines unserer Abonnenten und dann korrigiere ich diese Antwort und erkläre eventuell, wenn es einige Fehler gibt. Also das Thema. In Ihrem Wirtschaftsseminar geht es heute um die Veränderungen im Bereich Erwerbstätigkeit in Deutschland. Ihre Dozentin, Frau Dr. Meyer, hat eine Grafik verteilt, die zeigt, in welchen Wirtschaftsbereichen die Menschen arbeiten. Frau Dr. Meyer bittet Sie, Ihre Überlegungen zu Gründen der bisherigen Entwicklung und zur zukünftigen Entwicklung vorzutragen. Unsere Aufgabe: Nennen Sie mögliche Gründe für die dargestellte Entwicklung, stellen Sie dar, welche Entwicklung Sie für die Zukunft erwarten und begründen Sie Ihre Überlegungen anhand der Grafik. Ja, hier haben wir 3 Minuten für die Vorbereitung und 2 Minuten fürs Sprechen. Und die Grafik ist hier. Also Erwerbstätige in Deutschland. Ja, die Angaben sind in Prozent und alles scheint klar zu sein. Ja, erstmal hören wir die Antwort und ja, dann korrigiere ich diese Antwort. Ja, gerne, Frau Dr. Meyer. Die Grafik mit dem Thema Erwerbstätige in Deutschland gibt uns Auskunft darüber, in welchen Wirtschaftsbereichen die Menschen arbeiten wollen. Die Daten wurden im Prozent angegeben und umfasst drei Parameter. Auf den ersten Blick wird deutlich, dass während der Anteil der Erwerbstätigen bei Landwirtschaft um über 60% gesunken ist, diese Zahl bei Dienstleistungen von 1800 bis 1960 gestiegen ist. Wenn man sich mit der Industrie beschäftigt, bemerkt man zwei Phasen. Von 1800 bis 1960 ist die Zahl der Erwerbstätigen bei Industrie von 20% auf 49% gestiegen. Dann kommt ein deutlicher Rückgang. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Die Leute bevorzugen heutzutage bei Handel und Verwaltung zu arbeiten, weil diese Domäne bessere Gehälter und bessere Zukunft ermöglichen im Vergleich zur Landwirtschaft, wo man viel Kraft, weil diese Domäne bessere Gehälter und bessere Zukunft im Vergleich zur Landwirtschaft, wo man viel Kraft braucht und weniger Geld verdient, ermöglichen. Ich glaube, dass Landwirtschaft und Industrie heutzutage wie eine prekäre Beschäftigung sind. Wahrscheinlich wird diese Tendenz in der Zukunft fortsetzen, indem man mehr Geld bei Dienstleistungen investiert. Okay, das war die Antwort. Ja, jetzt hören wir die Antwort noch einmal. Ich mache Pausen und korrigiere die Fehler und kommentiere auch. Also bitte beginnen wir. Ja, gerne, Frau Dr. Meyer. Die Grafik mit dem Thema Erwerbstätige in Deutschland gibt uns Auskunft darüber, in welchen Wirtschaftsbereichen die Menschen arbeiten wollen. Die Daten wurden im Prozent angegeben und umfasst drei Parameter. Umfassen drei Parameter. Ja, gut hier, guter Anfang. Auf dem ersten Blick ist, dass während der Anteil der Erwerbstätigen bei Landwirtschaft um über 60% gesunken ist, diese Zahl bei Dienstleistungen von 1800 bis 1960 gestiegen ist. Ist gestiegen. Also erst kommt der Hauptsatz, dann stellen wir Komma und dann wieder brauchen wir ein Verb. Also ist gestiegen. Weiter. Wenn man sich mit der Industrie beschäftigt, bemerkt man zwei Phasen. Von 1800 bis 1960 ist die Zahl der Erwerbstätigen bei Industrie. Die Zahl der Erwerbstätigen
Wir konjugieren diesen Nomen als Adjektiv, wie der Studierende, der Erwerbstätige, deswegen, das ist auch Plural, der Erwerbstätigen. Wir brauchen N am Ende. Industrie von 20% auf 49% gestiegen. Dann kommt ein deutlicher Rückgang. Das ist Nominativ. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Von Gründen, also die Endungen deutlicher hier bitte. Weiter. Die Leute bevorzugen heutzutage. Heutzutage, ja, sprechen Sie ein bisschen klarer das aus. Bei Handel und Verwaltung zu arbeiten. Weil diese Domäne bessere Gehälter und bessere Zukunft ermöglichen. Bessere Gehälter und bessere Zukunft ermöglicht. Domäne, das ist Singular. Weiter. Im Vergleich zur Landwirtschaft, wo man viel Kraft, weil diese Domäne bessere Gehälter. Also hier scheint der Student nochmal den Satz zu wiederholen. Also hören wir. Und bessere Zukunft im Vergleich zur Landwirtschaft, wo man viel Kraft braucht und weniger Geld verdient, ermöglichen. Ja, aber das ist eigentlich besser, diesen Satz zu teilen, sonst ist es schwierig, den Sinn zu folgen, ja, was wozu gehört. Aber okay, ja, wir haben das trotzdem verstanden. Weiter. Ich glaube, dass Landwirtschaft und Industrie heutzutage wie eine prekäre Beschäftigung. Ich meine privilegierte, oder? Ist das privilegierte Beschäftigung? Okay. Heutzutage wie eine prekäre Beschäftigung sind. Wahrscheinlich wird diese Tendenz in der Zukunft fortsetzen, indem man mehr Geld bei Dienstleistungen investiert. Ja. Sehr gerne, Frau Dr. Ma. In Dienstleistungen investiert. Okay, ja, die grammatischen Fehler haben wir korrigiert. Wir gucken jetzt, ob es mit dem Inhalt auch alles gut ist. Nennen Sie mögliche Gründe für die dargestellte Entwicklung. Also einige Gründe habe ich gehört. Ja, dass es privilegierte Beschäftigung ist und so weiter. Und die Tendenz habe ich auch verstanden. Stellen Sie dar, welche Entwicklung Sie für die Zukunft erwarten. Also hier hat der Student nicht so viel erzählt. Er hat nur gesagt, dass er erwartet, dass Investitionen eigentlich in die Dienstleistungen kommen werden und dieser Sektor weiter steigen wird. Also es wäre besser, noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Weiter und begründen Sie Ihre Überlegungen anhand der Grafik. Ja, natürlich, der Student hat alles anhand der Grafik beschrieben, hat er auch das gut gemacht. Ein bisschen mehr würde ich doch empfehlen, zu dem zweiten Punkt zu sagen. Stellen Sie dar, welche Entwicklung Sie für die Zukunft erwarten. Das wäre empfehlenswert. Okay, das war's für heute. Also ich empfehle auch Ihnen, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Da gibt es auch hilfreiche Informationen. Da gibt es auch die Korrekturen, die schriftliche Korrekturen meiner, einige Aufsätze. Und da gebe ich auch einige grammatische Übungen und erkläre einige Regeln. Und ja, also ich wünsche Ihnen eigentlich viel Erfolg bei der Vorbereitung und bis nächstes Mal. Tschüss.